Hey ihr Lieben, ich bin's ja, die Eva von Evas Backparty und heute habe ich mal ein richtig leckeres Dessert für euch, das nicht nur lecker schmeckt, sondern auch was fürs Auge ist, denn diese weiße Schokoladen-Himbeer-Mini-Tarts sehen einfach super lecker aus und das Beste ist, bei den heißen Temperaturen brauchen wir nicht mehr den Ofen und deswegen fangen wir jetzt auch sofort an. Zuerst bereiten wir den Keksboden vor. Dazu brauchen wir 200 Gramm Oreo-Kekse und 75 Gramm geschmolzene Butter. Statt den Oreo-Keksen könnt ihr natürlich auch andere Kekse verwenden. Die Oreo-Kekse müssen wir jetzt zerkleinern. Dazu fülle ich sie in eine Frischhaltefolie und zerschlage sie dann mit einem Nudelholz. Ihr könnt sie aber natürlich auch in einem Mixer zerkleinern. Zu den feinen Keksbröseln geben wir dann noch unsere geschmolzene Butter, damit die Keksbrösel schön gebunden sind. Den Keksteig können wir dann in unsere Förmchen geben und so den Boden andrücken. Den Rand der Tartlettformen könnt ihr am besten mit den Händen andrücken, weil ihr da einfach ein besseres Gefühl habt. Damit der Boden später richtig schön zusammenhält, müssen jetzt die Förmchen in den Kühlschrank, damit die Butter schön fest wird. Währenddessen können wir unsere Füllung vorbereiten. Dazu brauchen wir 50 ml Sahne, 100 Gramm weiße Schokolade und natürlich unsere leckeren Himbeeren. Die Sahne erwärmt ihr in einem Topf, bis sie leichtes Dampfen anfängt und dann nehmt ihr sie von der heißen Herdplatte herunter und könnt die Schokolade hinzugeben. Die Schokolade lasst ihr dann eine Minute in der warmen Sahne schmelzen und verrührt es dann so lange, bis eine homogene Masse entsteht und danach könnt ihr es abkühlen lassen. Wer mag, kann die Ganache noch mit etwas Zitronenabrieb aromatisieren, dann hat man nochmal so eine leckere Frische mit drin. Die abgekühlte Schokoladensahne können wir dann in unsere Förmchen einfüllen. Zum Schluss nehmt ihr euch noch eure leckeren Himbeeren und setzt sie oben drauf. Anschließend dürfen unsere Mini-Tarts in den Kühlschrank, damit sie deutlich fester werden und danach können wir sie aus der Form herausholen. Nachdem unsere leckeren Tartlets im Kühlschrank waren, sind sie richtig schön fest und ihr könnt sie ganz vorsichtig aus der Form herauslösen. Wer mag, kann die Mini-Tarts jetzt noch mit etwas Minze dekorieren oder wie ich noch weiße Schokoladenfäden oben drüber geben. So schnell habt ihr weiße Schokoladen-Himbeer-Mini-Tarts gezaubert und sehen die nicht einfach fantastisch aus? Also die machen immer was her, wenn man die auf einem Dessertteller serviert. Ich hoffe natürlich, dass ihr dieses Rezept fleißig ausprobiert und dann könnt ihr mir gerne Bilder auf Facebook und Instagram schicken. Wie ihr mich dort findet, ist unten in der Infobox verlinkt. Ja, dann wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!